Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu IDEAS Daily TV am Montag. Der deutsche Aktienmarkt, der hat sich zum Wochenausklang von seiner freundlichen Seite präsentiert. Das lag ja vor allem auch an nachlassenden Zinssorgen. Die US-Arbeitsmarktdaten, die waren nämlich schwächer ausgefallen als gedacht. Eine Leitzinsanhebung im September, die wird jetzt damit eher unwahrscheinlich. Der DAX schloss dann demnach 1,41% höher, dann bei 10.684 Punkten. Werfen wir noch kurz einen Blick auf die Charttechnik. Der DAX zeigte sich am Freitag zur Eröffnung fest und ging dann anschließend auch in eine mehrstündige Seitwärtsbewegung über. Mit den US-Arbeitsmarktdaten dann um 14.30 Uhr, da kam dann deutlicher Kaufdruck auf. Der Index, der spurtete dann bis auf ein in der letzten Handelsstunde markiertes Zwei-Wochen-Hoch dann bei 10.694 Punkten. Allerdings schloss er dann mit 10.684 knapp unterhalb der oberen Begrenzung dann der seit dem 18. August etablierten Stauzone dann bei 10.688 Punkten. Ausgehend sowohl vom im Februar markierten Jahrestief als auch von im Juni gesehenen Korrekturtief bewegt sich der Index dann in einem intakten Aufwärtstrend. Mittelfristig weist der Weg dann des geringsten Widerstands somit weiterhin nordwärts, solange das Tief dann bei 10.093 Punkten nicht unterboten wird. Ralf Feiert hat vier Produktideen für Sie. Wir haben hier einen Turbo Classic Bull mit der WKN CD9LAE, die Basis 10.350 Punkte. Und dann haben wir noch einen Call-Optionsschein auf den DAX. Die WKN sehen Sie hier eingeblendet. CN7YGN, die Basis 10.700. Und falls Sie aber dann doch mit fallenden Tiefen rechnen, wir haben hier ein Unlimited Turbo Bear mit der WKN CD9X7T, die Basis 11.683,66 Punkte. Und dann noch ein Put-Optionsschein auf den DAX mit der WKN CN7YMZ, die Basis 10.700 Punkte. Ja, liebe Zuschauer, wir blicken jetzt mal nach Frankfurt zu unserem Korrespondenten Patrick DeWayne. Patrick, was sind denn die Vorgaben für den DAX heute am Montag? Ja, liebe Annika, die Vorgaben, die sehen gut aus und vorbörslich notiert der DAX schon über der Marke von 10.700 Punkten. Bleibt die Frage, ob wir diese Woche die Jahreshochs von 10.802 Punkte erreichen können. Wir müssen ja wissen, dass heute Labor Day ist in Amerika. Das bedeutet, die Börsen bleiben dort geschlossen und die Amerikaner können uns sozusagen gegen Nachmittag keinen Rückenwind verleihen. Aber wer uns Rückenwind verliehen hat, das waren die Asiaten. Der Nikkei aus dem Handel gegangen mit einem Plus von 0,7% über der Marke von 17.000 Zählern. Das ist freundlich und auch der Hang Seng plus 1,6%. Und das alles als Reaktion auf den Freitag, wo 151.000 neu geschaffene Stellen vermeldet wurden. Und das war etwas weniger als erwartet. 180.000 waren es erwartet, aber immer noch grundsolide. Und deswegen ist so ein bisschen die Zinsanhebungsfantasie aus dem Markt draußen. Und mit dem schwachen Euro zusammen ergibt sich da ein gutes Bild, was hier die Märkte weiter nach oben treiben könnte. Heute Nachmittag sehen wir noch ein paar Konjunkturdaten. EZB-Monatsbericht ist es, der kommen wird, aber auch die ein oder anderen Einkaufsmanager-Indizes. Patrick DeWayne aus Frankfurt, vielen Dank. Gerne. Und wir machen auch gleich weiter mit der Marktidee. Das Währungspaar Euro, britisches Pfund, hat ja im Jahr 2015 ja eine untere Umkehrformation ausgebildet und Anfang dieses Jahres dann schließlich komplettiert. Vom 8-Jahrestief dann bei 0,693 Pfund stieß dann die Notierung dann bis auf ein Mitte August erreichtes 3-Jahres-Hoch dann bei 0,8725 Pfund vor. Seither findet dann eine Korrektur des übergeordneten Aufwärtstrends statt und dabei wurden dann die gleitenden Durchschnitte der vergangenen 20 und 50 Tage dann schließlich unterboten. Potenzielle Abwärtsziele für die Korrektur, die sind jetzt 0,8250 bzw. 0,8282 britisches Pfund und 0,8117 bzw. 0,8145 Pfund. Mit Blick auf die Oberseite, da befinden sich jetzt die nächsten Zwischenwiderstände dann bei 0,8471, 0,8486 Pfund und 0,8559, 0,8566 Pfund. Mögliche kurzfristige Erholungen bis an den letztgenannten Bereich, die beseitigen das kurzfristig bärische Bias nicht. Mittelfristig erscheint dann nach Abschluss der laufenden Korrektur ein Vorstoß bis an die Widerstandszone 0,8725 bis 0,8814 britisches Pfund möglich. Auch hier hat Ralf Feiert folgende Produktempfehlungen für Sie. Wir haben hier ein Best-Turbo-Bull-Zertifikat. Die WKN lautet CD8NV7, der Preis 9,06 €. Und dann noch ein Best-Turbo-Bär-Zertifikat. Auch hier die WKN sehen Sie eingeblendet. CD8NUH, der Preis 6,54 €.
Ja, liebe Zuschauer, soweit also die Ideas Daily Marktidee. Schauen wir noch kurz, was heute alles auf der Agenda steht. Wir bekommen um 9.55 Uhr sowohl aus Deutschland als auch aus der Eurozone und Großbritannien den Einkaufsmanager-Index für die Dienste im August. Dann um 10.30 Uhr aus Deutschland der Sentix-Konjunkturindex für den September. Und dann schließlich um 11 Uhr aus der Eurozone den Einzelhandelsumsatz für den Juli. Ja, das war's auch schon wieder mit Ideas Daily TV für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in die neue Handelswoche und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie es gut.